Ein Güllefass zu befüllen kostet Zeit. Wertvolle Zeit, in der das Fahrzeug eigentlich auf dem Acker oder der Wiese laufen sollte. Ein ideenreicher Landwirt aus Oberösterreich will das ändern. Wie, das erfahrt ihr in diesem Video sowie in der Landwirt-Ausgabe 22/2019 und auf landwirt-media.com. Landwirt Praxistipp. Ein teures Güllefass soll seine Arbeit verrichten, anstatt lange bei der Güllegrube zu stehen. Peter Stadelbauer bewirtschaftet gemeinsam mit seinem Bruder Stefan einen Ackerbau- und Stiermastbetrieb in Oberösterreich, an dem jährlich rund 3000 Kubikmeter Gülle anfällt, die mit einem 18,5 Kubikmeter großen Güllefass ausgebracht wird. Peter Stadelbauer wollte daher eine Andockstation mit Fernbedienung, sodass das Güllefass direkt aus der Grube ansaugen kann, ohne absteigen zu müssen. Weil er mit den Lösungen vom Markt nicht zufrieden war, begann er selbst zu tüfteln und entwickelte eine Andockstation, die den Befüllvorgang automatisch steuert. Der Clou der Station ist ein elektromagnetischer Mechanismus zum Öffnen und Schließen der Schieber. Wenn der Fahrer den Saugarm in die Station senkt, öffnen sich die Schieber vollautomatisch. Er muss nur noch die Zapfwelle einschalten, damit das Fass ansaugt. Sobald das Fass voll ist, unterbricht ein Schalter am Füllstandsanzeiger den Stromkreis. Dann werden die Schieber an der Güllegrube automatisch geschlossen. Der Fahrer klappt den Saugarm ein und kann losfahren. Laut Peter Stadelbauer kann diese Schaltung auch eine Güllepumpe ein- und ausschalten. Statt an der Andockstation könnte sie auch in Zubringerfässern eingebaut werden. Neben dem Saugarm hat Peter Stadelbauer auch die Aufnahme für das 15 Meter breite Schleppschlauchgestänge sowie alternativ für zwei Möscherverteiler selbst gebaut. Außerdem hat der Erfinder eine ebenfalls selbstgebaute Reifendruckregelanlage nachgerüstet. Für schnelle Befüllzeiten vor den Straßenfahrten sorgt ein Aggregat eines ausrangierten Baukompressors. Das Tüpfelchen auf dem i ist die natürlich ebenfalls selbstgebaute Bedienbox für die elektrohydraulische Steuerung des gesamten Güllefasses. Damit kann Stadelbauer den vorgewählten Reifendruck für Feld und Straße per Knopfdruck einstellen und den Saugarm und die Verteiler steuern. Der Tüftler hat seine Erfindung zum Patent angemeldet. Sein Wunsch ist, dass ein Hersteller für Gülletechnik die Andockstation in Serie bauen und auch vermarkten wird.